Liebe GC-Fans, ganz herzlich willkommen hier aus dem Stadion Letzigrund. Erste Runde der neuen Saison. Unser Grasshopper Club Zürich trifft auf Servette Genf. Neue Saison, neues Glück. Wir sind natürlich da gespannt, was unsere Hoppers hier am heutigen Samstagabend in Zürich werden zeigen. Mein Name ist Alexander Koller. Ich bin für euch hier wieder dabei im Stadion für Stefanovic bei Servette. Der lässt da schön 2-3 Gegenspieler aus, bereits wieder im 16. Jetzt Servette drin, gefährliche Situation. Und erster Abschluss von Servette, 2-3 Meter übers Goal. Ja, da die erste Chance, die gehört unserem Gast aus Genf. Ist der Stefanovic auf der rechten Seite, der sich da durchtankt? Vielleicht nur. Es ist wirklich so. Oh, aber ein schöner Hinterhaltschuss. Oh, lecker, das ist ein schöner Schuss für Luther. Verzeihen, haben wir beinahe den Abschluss vom Gorbiano. Versucht, rechtshänder dann zu einem Motto einzusetzen. Das klingt auch, aber er hat nach vorne keinen Platz. Über zwei Stationen kommt der Ball, aber gleich nach vorne und der Ball liegt jetzt in der Masche. Es steht 0-2 in der 16. Minute für Servette Genf. Eigentlich, ja, also man kann glaube schon sagen, völlig entgegenwärtig, ein bisschen brotlose Kunst. Aber GC hechtet hinten im Ball noch. Er bleibt im Ball, mit dem Zidengi. Immer noch am Strafraumgrenze dran. Zidengi drückt am Goal! Goal! 1-1 in der 23. Minute. Sensationell, wie der Dengi das gemacht hat. Es gibt einen Einwurf für die Genfer auf der rechten Seite. Schnell ausgeführt, jetzt einen höheren Ball in Richtung 16er. Kutese kommt nicht am Ball. Jetzt kämpft er wieder mit einem Kopfball, der bereits ist. Man muss parat sein. Wieder einen Ball in Richtung 16er. Aber dort ist es der Hammel, der den Böll unter Kontrolle bringen kann. Probiert schnell zu machen, das Spiel. Findet dann aber keine Anspielstation. Das ist der Ball rollt jetzt wieder. Der weiten Abschluss vom Hammel. Aber der bleibt in der Servette bei hängen. Das ist der Kutesa, der den Ball hat können. Achtung, gefährlich! Im Strafraum hin und Servette geht in Führung in der 61. Minute. Schon wie bei Meisner, muss ich sagen. Ich denke jetzt im Spiel, jetzt fehlt gerade ein bisschen die Anspielstation. Man muss nochmal hinten durchspielen. Gefährliches Spiel. Servette probiert den Gegner unter Druck zu setzen. Schafft es auch. Geht über die rechte Seite, über den Stefanovic. Der hat viel Platz da. Der Seko schiebt nicht über. Ah, und dann der Seko jetzt nach und nach. Dann gibt es Penalti für Servette. Nimmt Anlauf. Crivelli Anlauf. Und dann schießt das Goal. 3-1 für Servette Genf. 77 Minuten also. In der Hälfte vom Gegner drin und in diesen Minuten pfeift der Schiedsrichter. Servette empführt da 3 Punkte und gewinnt mit 1-3.